Da klappert doch was. Wenn sich der Kunde beim SLK über unangenehme Geräusche beschwert, dann sehen Sie erstmal nach, ob die Abdichtungen am Variodach und am Windschutzrahmen nicht trocken und verschmutzt sind. Ist das der Fall? Schauen Sie in dieses Dokument und ölen Sie die Dichtungen. Haben Sie das erledigt? Machen Sie eine Probefahrt und lokalisieren Sie das Geräusch. Eine holprige Straße ist hierfür am besten geeignet. Das metallische Schlagen, auf das Sie hören sollen, klingt ungefähr so. Folgendes ist zu tun, um das Geräusch loszuwerden. Klappen Sie das Dach auf und entfernen Sie die Sonnenblenden und die Verkleidung am Rahmen der Windschutzscheibe. Schauen Sie sich den Verschluss mal genau an. Der Verschlusshaken muss beim Schließen des Variodaches mittig in die Aufnahme gleiten. Sitzt der Verschlusshaken zu hoch oder zu niedrig in der Verschlussaufnahme, kann es zu Schlaggeräuschen kommen. Um die richtige Höhe einzustellen, werden Zwischenlagen verwendet. Durch Einlegen oder Herausnehmen von Zwischenlagen kann die Höhe der Verschlussaufnahme verändert werden. Achtung! Es darf nur der innere Schraubpunkt an der Verschlussaufnahme korrigiert werden. Am äußeren Schraubpunkt wird die Höhe des Variodach-Vorderteils zum Windschutzrahmen eingestellt. Hier darf nichts verändert werden. Machen Sie das auf beiden Seiten. Abschließend wird die Mutter mit 10 Newtonmetern festgezogen. Und zum Schluss die obligatorische Probefahrt. Na, sind die Geräusche jetzt weg?